Was geht ab, YouTube? Wir machen heute weiter mit Far Cry 6. Ich habe richtig Bock. Ich werde heute auf jeden Fall 2,5 Stunden, denke ich mal, Far Cry streamen. Auf Twitch natürlich. Wieder mit Maus und Tastatur, womit ich immer noch nicht so gut klarkomme. Wir sind jetzt bei El Tigre, bei den Legenden. 67 hießen die, glaube ich. Ja. Auf geht's. Der Typ ist mir so übel sympathisch, ne? Wenn wir wollen, dass diese griesgrämigen Alten wie Rieros Libertat helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro-Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also habe ich einen Piloten bestochen, um ein paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Hijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut. Alles klar, wird gemacht, gar kein Problem. Erstmal gucken, wie ich jetzt hier wieder runterkomme. Der Weg hoch war ja etwas erschwerlich, sage ich mal. Ich denke mal, hier gibt es bestimmt irgendwo eine Zipline oder sowas. Hoffe ich zumindest. Erstmal hier den Berg hochklettern. Boah, 700 Meter, also die Entfernung haben es in sich. Aber ich werde hier gleich nochmal den Tomb Raider raushängen lassen und dann gib ihm. Sie sollten unweit des Beschaffertiers medizinische Güter. Sie sollten unweit des abgestürzten Helis sein. Okay. Alles klar. Nach dieser Mission werde ich auf jeden Fall auch mal direkt wieder gucken, ob ich Verbesserwürdigungen und Waffen habe. Oder beziehungsweise ob ich welche verbessern kann. Oh, oh, oh. Gleich bin ich tot. Okay. Runterklettern. Okay, der Weg runter ist auf jeden Fall einfacher. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich werde hier einfach runterrutschen. Oh. Oh, alles klar, mein Meister. Warte mal, wie. Oh. Okay, alles klar. Also hier kriegt man Hardcore Fall Damage. Alles klar, Danny ist hier. Ich werde mal auf die Karte gucken, vielleicht wird mir ein besserer Weg angezeigt. Erstmal werde ich es markieren. Natürlich wird er mir nicht angezeigt. Warum auch? Hier bin ich eben runter. Also ich werde auf jeden Fall den Berg wieder runter hangeln müssen, denselben Weg, wie ich hochgegangen bin. Das ist ein bisschen nervig, aber auch nicht weiter schlimm. Erstmal auf diese Maus- und Tastatursteuerung hier klar. Ich habe den halben Tag mit Controller gezockt und auf einmal hänge ich hier wieder mit Maus und Tastatur. Aber ich fühle mich langsam ein bisschen wohl in dem Spiel zumindest. Das ist schon mal etwas. So, da habe ich natürlich wieder direkt Feu-Damage bekommen. Oh, falsche Taste. Ich wollte eigentlich mich heilen. Kann ich hier runterjumpen? Nee, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht riskieren, um ehrlich zu sein. So, Kletterhaken und runter hier. So, da bin ich beim letzten Mal runter. So, wieder die Waffe weglegen. Okay, hier kann ich auch einfach runterlaufen. Ist auch ein Weg abgebildet. Allerdings ist der irgendwie unpräzise. Da ist der Kletterhaken. Komme ich da von hier ran? Muss ich ja irgendwie eigentlich. Theoretisch. Theoretisch, nicht praktisch. Was natürlich nicht funktioniert. So.
Ob ich hier runterspringen kann? Stimmt nicht, oder? Ich denke mal nicht, auf jeden Fall. Ich werde wohl wieder hochgehen. Und niemals kann ich so hoch den Kletterhaken werfen. Niemals. Das ist übelst unnötig. Ja, ich muss hier irgendwie runter. Es bleibt mir ja inzwischen gar keine andere Wahl. Ja, okay, die Entwickler haben wenigstens ein bisschen mitgedacht, dass wenn man sich hier verläuft, sage ich mal, dass man hier auch wieder runterkommt. Okay. Ja, ich werde einfach denselben Weg gehen, anstatt dass ich jetzt hier wirklich wieder riskiere zu sterben. Was ich jetzt schon riskiert habe, bei diesem kleinen Vorsprung. Okay, warte mal. Stimmt, da hätte ich mit der Dings, mit der Zipline bin ich hier rüber gekommen. Nee, da kann ich nicht runter, das kann ich vergessen. Komme ich hier wieder hoch? Nee. Und das haben sie echt ein bisschen shit gemacht. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich hier hoch und runter komme. Ja, werde ich den Weg wohl nochmal hochgehen müssen. So, hier war der Kletterhaken. Und jetzt bin ich dead. Ist das ein Scheißweg? So. Wollen wir nochmal in die Karte gucken? Es gibt wahrscheinlich echt keinen anderen Weg. Ne, sieht nicht so aus. Helipad-Übergabe, Luftfahrt-Übergabe. Was soll man das sagen? Ich gehe mal dahin gucken. Ich werde mal dahin gucken. Vielleicht kann ich hier irgendwie mit dem Heli runter oder so. Das wäre mir um einiges lieber. Scheinbar muss ich hier hoch. Helifliegen wäre natürlich auch Premium. Ein Flugzeug rufen. Ja, Flugzeug rufen. Wo ist das Flugzeug? Ach, da hinten. Ach, mein Meister. Auf geht's. Hoffe ich mal. Oder halt auch nicht. Warum auch immer ich da jetzt nicht einsteigen kann. Helikopter rufen. Ah, Helikopter entscheiden und aus dem Nichts. Sind logisch. Okay, das macht es schon mal einfacher. Nur ist Helifliegen nicht einfach. Gerade nicht auf Maus und Tastatur. Das macht doch gar nichts. Hallo. Hä? Was habe ich denn gemacht? Ich glaube, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Neuer Versuch. Vielleicht darf ich einfach nicht zu hoch fliegen. Ganz komisches Spiel. Manchmal. So, Waffe weglegen. Helikopter rufen. Helikopter rufen. Einsteigen. Wir haben ja jetzt direkt hier. F4 Steuerung anzeigen. Nicken. Steigen und sinken. Okay, das ist sinken. Nein, ich wollte nicht aussteigen. Okay. Alles klar. Ja. Gut, dass wir das geklärt hätten. Also der Videotitel wird auf jeden Fall komplett Lost haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt hätte ich richtig rumgeschrien, wenn ich jetzt wieder gestorben wäre. Okay, da hinten scheint was. Wieso bekomme ich da Fallschaden?
Ja, erstmal ins Dorf runterwatscheln und dann mir dann ein Auto besorgen oder so. Fun Fact am Rande: YouTube hat wegen Urheberrechtsverletzung die Monetarisierung gestoppt, ja. Wegen Musik, die in diesem Spiel läuft, tatsächlich. Absolut crazy. Früher war YouTube geiler, es ist einfach so. Waffe habe ich schon weggesteckt. El Tigre, ich bin an der Basilica de la Virgen. Wieso ist sie zugesperrt? Ja, dazu gibt es eine Geschichte. Damals waren da viele wirklich böse Priester. Ich habe die Sache beendet. Wie hast du das gemacht? Ich habe sie kastriert. Im Ernst? Was denkst du denn? Baby Tigre, wie läuft es mit den Medikamenten? Ich arbeite dran. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ist das Uran Morgen in ist der schon bald Medizin? gestern und dann ist es zu spät. Okay. Ich glaube, du solltest dich mal Da hinten steht auslassen, ein mein Auto. Großer. Das sind zwei Autos, das werden wir uns erstmal direkt krallen. Erstmal muss ich aber mal vorher hier die Musik ausmachen in dem Spiel. Audio. Hier steht auch irgendwo auf Musik. Musik. Einstellungen übernehmen. Genau. Let's go. So ein Schwachsinn, ey. Let's go. Erstmal einen Wegpunkt setzen. So. Ich hoffe, ich muss nie wieder diesen Berg hochklettern. Oder beziehungsweise hochklettern ist nicht das Problem. Hauptsache, ich muss ihn nicht wieder runterklettern. Jetzt hat er ja doch Musik an. Warum? Warum ist das so? Das ist Shit. Naja, gut. Das wird jetzt laufen. Anlage ausschalten. Falsche Taste. Ah, okay, alles klar. Jetzt bin ich dran vorbeigefahren, nicht schlimm. Hauptsache, wir haben erstmal die Musik aus. Was, Alter, was? Komm, ich befeuere euch los. Das heißt aber nicht, dass ich hier eure komischen Missionen machen möchte, ja? Ich will euch nur befreien. Aus meinem Weg. Dafür kann ich auch nichts, wenn du in meine Fahrbahn läufst. Selber schuld. Dasselbe gilt für dich auch. Waffe erstmal wieder weggesteckt, hier ist sicher. Ich war das nicht, ich schwör's euch. Ich war das nicht. Ich hab nicht das Pferd umgefahren. So geisteskrank bin ich nicht und fahr Pferde um. Hier ist direkt erstmal was explodiert. Das ist wohl die Alles klar, immer Abschlussstelle. rennen in die Holger. Ich werde es jetzt einfach alle wieder wegballern. Was auch sonst. Das war zu einfach. Que voilà! Wer seid ihr? Wir sind La Moral und El Este ist unser Land. Unser Land, unsere Medizin. Hast du die Ansprache geprobt? Klar. Das ist Eigentum von Libertad. Ah, Libertad. Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt. Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen. Ich bin Juan Ron, Yelenas Vize. Tres, cuatro. Chavo. Ich bin Dani. Dani Rojas. Aha. Achtung! Da drüben! Beim Heli! Haut rein!
Ich dachte erstmal, das ist mein Gegner. Die drehen gerade richtig durch wie ein, ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas war doch hier, das Medizin oder so. Oh shit, ich brenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brenne aus dem Arschloch. Ich muss erstmal mein MG gleich nachladen. Angriff aus dem Norden, also aus der Richtung? Ah ne, da kommt das Auto. Ja, genau. Der hat einen Raketenwerfer, was auch sonst. Ja, Position wechseln hier. Aus dem Westen, okay. Okay, das zeigt das sogar unten auf der Karte an, aus welchem Bereich die Gegner kommen. Oh, Granate. Okay, eigentlich müsste der tot sein. Ja, eigentlich auch. Ja, ist weggesprengt. Okay. Heli? Hör ich ein Heli? Glaube ich ein Heli, ja. Ich glaube, die kommen gerade aus mehreren Richtungen. Hoffentlich geht das. Oh, das sind sogar Verfolgungsraketen, ja. Oh, oh, Raketenwerfer. Oh mein Gott. Hab ich gerade die Rakete in Luft abgeballert? Okay, der hat eine Pumpgun. Können wir mal direkt die Muni rausrücken? Nice. Du hast Talent, Libertad. Aber Yelena braucht die Vorräte. Wir haben Verwundete. Yelena ist euer Boss? Ja, sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das nicht zu den Legenden bringe. Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot. Die sind sehr lebendig. Und halb La Moral hält sie für Schwätzer. Aber ich habe Geschichte studiert. Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen. Ich sag dir was. Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor. Ach, Gonio. Yelena wird mich umbringen. Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden. Also, besorg uns einen Hubschrauber. Dann reden wir über die Vorräte. Willkommen bei La Moral. Libertad. Wie du meinst. Nice. So, besorge einen Helikopter und transportiere die Güter damit. Alles klar. Alles klar, ich gehe erstmal zurück in mein Auto. Ich trete einfach ein paar Mal gegen, dann funktioniert das schon wieder. Ja, sag ich mal. Ah, ein bisschen da rumschweißen. Neue Tür einbauen. Türen, die nach oben aufgehen. Das ist das, was jeder tun sollte. Auch bei alten Pickups. So, let's go. In die Richtung musste ich, genau. Musik ist Gott sei Dank aus, wird auch ausbleiben. Nicht, dass YouTube sich wieder beschwert. Das werde ich mal lieber einmal markieren. Ah, okay, geradeaus ist besser. Ich dachte vielleicht wegen der Abkürzung. Ist aber nicht so. Lada, rate mal, wer gerade rausgefunden hat, woher in Yara der ganze Kaffee kommt. Das ist nicht witzig, Dani. Die Armee zwingt die Bauern dazu, ihre Ernte hier abzugeben. Sonst landen sie in den Lagern. Castillo wird reich durch die Profite und diese Leute hungern. Du willst
Kein Problem. Ich bin ein Freund davon, alles in die Luft zu sprengen. Das ist mein täglich Brot. Da ist der Heli. Gibt es was Interessantes in Barriga? Na klar. Falsche Taste. Die Menschen dort sind nett. Hä? Ah, doch, wieder falsche Taste. Jedenfalls war es jetzt, als ich das letzte Mal dort war. Wann war das? Oh Gott, jetzt geht Heli fliegen wieder los. Er hat eine Minigun. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was tue ich hier überhaupt? F4 Steuerung. Er zeigt mir keine Steuerung an. Ich weiß nicht, wie man hier fliegt. Ich weiß nicht, wie man Heli fliegt. Unidentifizierter Pilot, landen Sie unter Kritik. Nein, ich werde nicht landen. Scheiße! Ich werde nicht landen. Fahrzeug verlassen. Leertaste steigen. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Ein Schiff des Raketen, ja. V-Ausgleichsraketen. Okay, gerade so gerettet. Sie haben mich fast niedergeballert. Zum Glück habe ich hier einen Schweißbrenner dabei und kann einfach das Ding reparieren, wenn es drauf ankommt. Da war, glaube ich, ein Heliport, ja. Da ist einer. Ich glaube, Helifliegen wäre in Third Person einfach angenehmer. Bin ich mir sogar fast ziemlich sicher. Ich will ein Autogramm. Como te llama, señorita? Honron. Ich bin bei La Moral. La Moral? Terroristas. Honron, das ist Lorenz. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht, war Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Anarchisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? Genug, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Si. Vorträge können Sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Alles klar, das war erstmal die erste Folge für diesen Abend. Und weiter geht's dann mit der nächsten.